mal wieder aufgeregt. Da hab ich auch mal eine andere Platte aufgelegt. Der Tag war sowieso grau, heute jede Menge Spieße. Die Mundwinkel am Boden nicht im geringsten genieße. Ich dachte, mich steck es weg, du kannst es ertragen. Da hörte ich im Bus ein Gespräch, das schlug mir endgültig auf den Magen. Weil ich hörte, wie es zwei Bürger über Anpassung unterhielten und dabei mir dank der vierten Augen zur Frau mit Kopf schieben. Das regte zwar schon auf, das nahm ich noch in Kauf. Ich dachte, mir war das schon alles, doch die legten noch einen drauf. Die sprachen von sowas wie einer kulturellen Invasion, die sich bösartig schleicht in die zivilisierte Nation. Ist die Dummheit noch im Treppenhaus oder klingelt sie schon? Ich frag, Entschuldigung, darf ich kurz im Gespräch beiwohnen? Ich sag, denken Sie doch, was Sie wollen, aber bedenken Sie, Gedanken schaffen noch Schranken. Wenn man das nicht weiß, beschränken die, deshalb leiden auch Sie unter Anthropophobie. Sie glauben noch an Zucht und Ordnung, was Sie sehen ist Anarchie. Doch so verstehen Sie nie, dass das Produkt Ihrer eigenen Fantasie. Aus Ihrer Interpretation der Welt wird negative Energie. Wenn Sie also morgen früh vom Spiegel sich betrachten, tun Sie sich selbst den Gefallen, die folgende Frage zu beachten. Ist die Subjektivität dabei, Sie schleichen zu umnachten? Ist Ihre Eigenfrustration wesentlich stärker als Sie dachten? Ist Ihre TV-Courage nicht doch meine Selbstvermage? Steht denn Ihr Wille frei zu denken, schon viel zu lange in der Garage? Schon gut, man hat Sie Ihrer Träume beraubt. Früher war doch noch alles besser, man hat noch an sich in das Land geglaubt. Und überhaupt, Sie denken, bergab geht das doch immer schneller. Heute so viele Fremdkulturen, die alte Leitkultur im Kern. Sie denken, alles eingeschleppt, deshalb wird Deutschland krimineller. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, was Sie sehen wollen, sind Holzfäller. Wahrnehmung von gut und schlecht wird ihnen initiiert. Sie wollen die Welt doch nur begreifen, doch auch sie haben nie kapiert. Tja, passiert, wenn man Experten auf RTL mehr Glauben schenkt als seinen eigenen Augen und dem Hirn, was wir uns alle denken. Und sie wollen ja nichts Falsches, wollen Deutschland nur retten. Dann hören sie aber bitte auf, sich an alte Werte zu kennen. Denn auch sie hätten die Chance, sich einmal selbst zu beweisen, dass sie Lebenslust empfinden, anstatt geistig zu vergreisen. Und der Nebel der Verwirrung war statt der Intelligenz. Das hat für ihre Toleranz eine enorme Effizienz. Hören wollen, hätt ich gefurzt, oh yeah. Hätt ich ein Arschloch hören wollen, hätt ich gefurzt, oh yeah. Hätt ich ein Arschloch hören wollen, hätt ich gefurzt, oh yeah. Hätt ich ein Arschloch hören wollen, hätt ich gefurzt, oh yeah.